gerade unterwegs sind, kann ich zum ersten Mal alles ganz allein erzählen. Kannst du bitte leiser erzählen, Brock? Tut mir leid, Kitty. Da ist Bunny. Sie besorgt für Apple von Alistair eine Liste der Schachclub-Teilnehmer für das Jahrbuch. Es ist außerdem der Tag von Bunnys erstem Kuss. Nur, dass das nie passieren wird, weil die zwei schon viel zu lange miteinander befreundet sind. Mal sehen, was passiert. Aha! Schach! Oh, hi, Bunny. Hi, Alistair. Tut mir leid, aber ich dachte, hier trifft sich immer der Schachclub. Ich bin der Schachclub. Zu wenige Mitglieder. Willst du mitmachen? Oh. Du darfst anfangen. Oh, entschuldigt, ich dachte, ich hätte eine Ratte gesehen. Kitty, mach diesen Moment nicht kaputt. Wisst ihr was? Wir blättern jetzt einfach ein paar Seiten zurück. Hey, du darfst sowas nicht tun. Ich hab's schon getan. Bunny hat also gerade den Pavillon erreicht. Aha, Schach. Oh, hi, Bunny. Hi, Alistair. Tut mir leid, aber ich dachte, hier trifft sich immer der Schachclub. Ich bin der Schachclub. Zu wenige Mitglieder. Willst du mitmachen? Oh. Du darfst anfangen. Siehst du? Die beiden würden nicht mal knutschen, wenn man sie zusammenschubsen würde. Oh, eine gute Idee. Genau in diesem Moment veränderte sich das schöne Wetter in mieses Hundewetter. Hm. Oder sagen wir lieber Katzenjammerwetter? Oh. Oh. Entschuldige, ich gehe wohl besser, bevor ich mich erkälte. Aber... Aha! Wir fangen das Kapitel einfach nochmal von vorne an. Bunny erreicht den Pavillon. Aha! Schach! Oh, hi, Bunny. Hi, Alistair. Tut mir leid, aber ich dachte, hier trifft sich immer der Schachclub. Ich bin der Schachclub. Willst du mitmachen? Oh. Du darfst anfangen. Schachmatt. Du hast gewonnen. Hättest du Lust auf eine Revanche? Da gibt man ja einem Briefkuvert innigere Küsse. Und wenn wir die Geschichte jetzt einfach weiterlaufen lassen, dann wird sie garantiert wunderschön. Hey, das war mein Text. Raven? Apple? Raven? Apple? Apple und Raven hatten ein Problem. Als gemeinsame Herausgeberinnen des Jahrbuches mussten sie sich in bestimmten Dingen einig sein. Doch sie konnten sich nicht einmal darauf einigen, sich nicht einig zu sein. Apple? Raven? Wieso schafft ihr es denn nicht einmal mehr Freundinnen zu sein? Wir brauchen eine Lösung. Es gibt eine Lösung. Im Wunderland lösen wir das mit einem Duell. Mit einem Crockett-Duell. Und wer bei dem Spiel gewinnt, wird die Chefherausgeberin. Die Verliererin muss sich der anderen untergeben. Ich bin dabei, wenn du es auch bist. Ja, bin ich. Abschlag bei Tagesanbruch! Apple, Raven, ihr kennt die Regeln. Ihr habt meiner Erklärung zugestimmt. Maddie, du bist Ravens Torwächterin. Bunny, du bist Apples. Es gibt einen Punkt, wenn der Ball im Tor landet. Also umdrehen, geht dann 10 Schritte und schwingt eure Schläger. Gespielt. Ein schönes Erinnerungsbild. Zu schade, dass dieses Bild niemals im Jahrbuch landet. Apple White! Apple, also wenn du mich fragst, macht dieses Bild viel mehr Eindruck. Nachsitzen! Wir wollen uns doch alle nur von unserer besten Seite zeigen. So wie auf diesem Bild von unseren liebsten Torwächterinnen. Wohl eher Torschläferinnen. Ja, die Gewinnerin wird es entscheiden. Schön, dann bringen wir es zu Ende. Unentschieden! Wir präsentieren die gemeinsamen Herausgeberinnen unseres Jahrbuchs, Apple und Raven. Das war's, ich will ins Bett. Wir sehen uns. Ich wusste, dass ihr das geregelt bekommt. Wenn ihr gemeinsam arbeitet, wird es das beste Jahrbuch aller Zeiten. Ich bin dabei, wenn du es auch bist. Ja, bin ich. Vielleicht sind die beiden Mädchen sich nicht immer einig.
aber in gewissem Sinne immer auf der gleichen Seite. Eine weitere Unterrichtsstunde, Burgfräulein in Not. Liebe Burgfräulein, wenn ihr von eurem Prinzen gerettet werdet, wollt ihr ja möglichst gut aussehen. Oh, Wirk. Ich mach mir doch keine Gedanken um meine Frisur, wenn mich ein Drache fressen will. Naja, aber wenn... Dieses Geräusch könnte auch von dem Drachen stammen, der hinter euch steht, wenn ihr nicht besser aufpasst. Dann ist unsere erste Verteidigungsstrategie, möglichst harmlos auszusehen. Regel 23, ein Burgfräulein tut zumindest so, als wäre es überrascht. Oh, das war sehr gut, Darling. Dafür bekommst du eine 1. Und wir haben heute einen Gast. Es ist Darlings großer Bruder, Daring Charming. Daring Charming. Yippie, Daring. Darling, bist du so lieb und holst deinen Bruder? Oh ja, natürlich. Was macht sie denn? Sie soll doch den Helden dieser Geschichte holen. Naja, kann ja sein, dass sie genau das vorhat. Oh, rette mich. Oder wie auch immer. Echt jetzt? Und das ist klausurrelevant? Oh, der Drache aus Sturmhöhe kommt, um uns zu holen. Das ist ein Drachenalarm der Stufe 5. Ist angekommen. Daring? Meine Güte, ungeheuer charmant. Du machst deinem Namen alle Ehre, Daring. Hey, Achtung, meine Frisur. Was habe ich denn nur getan? Hey, Darling, das passiert in letzter Zeit ständig. Und ich habe keine Ahnung, wieso. Sei froh, dass du ein Burgfräulein bist. Sieh nur, was wir Helden alles ertragen müssen. Du armes Ding. Unterrichtsende. Rosabella Beauty, Tochter von der Schönen und dem Biest, ist ein ganz besonderes Mädchen. Natürlich hat sie ein Herz für Tiere. Große, kleine, süße und, naja, nicht ganz so süße. Rosabella, wie kannst du ein Erdferkel küssen? Die sind so... Nein, für mich sind alle Tiere schön, Darling. Zum Feenzauberstab. Professor Rumpelstilzchen lässt mich echt nachsitzen? Ich soll den ganzen Nachmittag Stroh in Gold für den alten Kerl verwandeln. Als wäre ich so eine Art... Eine Art Arbeitstier? Ja, als ob ich irgend so ein Arbeitstier wäre. Das ist so unfair. Ich und ein Ein Arbeitstier? Pesky! Wisst ihr vielleicht, wo Pesky ist? Wir treffen uns immer nach der Schule und dass er nicht kommt, ist echt ungewöhnlich für ihn. Ganz ruhig, wir werden dir helfen. Leute, wir haben hier einen Notfall. Ein geliebtes Tierchen wird vermisst. Oh je, was ist denn passiert? Ja, mein Gecko ist auch verschwunden. Okay, dann werden wir uns darum kümmern. Teilt euch in Suchtrupps auf. Wir treffen uns in 20 Minuten wieder genau hier. Okay. Welche Ergebnisse? Hattet ihr Glück? Ich wollte alle meine Tierfreunde bitten, die verschwundenen Tiere zu suchen. Aber sie sind jetzt auch verschwunden. Wir müssen unser Gehirn einschalten. Oder unsere Nasen. Los, folgt mir! Es ist nicht so, wie es aussieht. Okay, es ist so, wie es aussieht. Rumpelstilzchen will, dass ich 20 Heuballen zu Gold spinne. Das bekomme ich doch niemals alleine hin. Du hast deine Grenze überschritten, denn die Tiere sind nicht deine Sklaven. Ach, Pesky. Oh, ich habe mir Sorgen gemacht.
Jetzt denkt ihr wohl, dass ich eine schlechte Fee bin. Ich sehe auch das Gute in dir. Und ich sehe nochmaliges Nachsitzen. Und zur Strafe darfst du einen Monat lang die Einhornstelle ausmisten. Oh, verflixt! Los! Zeigt mal ein bisschen Schulgeist! Juhu! Ja, Applaus für den Triburgathlon! Eure Fanoutfits sind echt mit Abstand die allerbesten. Sieh da, heute sollten wir uns für die wahren Allerbesten einsetzen. Machst du bitte ein paar Fotos für das letzte Kapitel unseres Jahrbuchs? Der Triburgathlon ist das Sportereignis, das jedes Schuljahr beendet. Hier zum Beispiel die Leichtathletikdisziplin. Cerise Wood hat das ganze Schuljahr über hart trainiert und gewinnt den Wettkampf. Hunter Huntsman ist ein herausragender Bogenschütze. Unschlagbar. Er ist der Allerbeste. Kommen wir zu einer weiteren Wettkampfdisziplin. Extrem Crockett. Ich bin so glücklich, dass wir uns entschieden haben, in unserem Jahrbuch die perfektesten und unperfektesten Momente zu zeigen. Schüler, es ist an der Zeit, unseren Ever-After-Jahrbuch E-Ahorn-Samen einzupflanzen. Jeder, der an der offiziellen Pflanzzeremonie teilnehmen will, sollte sich nun zum Schicksalsgarten begeben. Wir beenden das Schuljahr, indem wir einen I-Ahorn-Baum pflanzen, gemäß der Tradition um Punkt 12. Den I-Ahorn, bitte. Apple? Raven? Gibt es ein Problem? Nein, kein Problem. Wo ist der I-Ahorn? Ich dachte, du hattest ihn. Oh nein, wir haben ihn auf der Bank liegen lassen. Ich habe eine Idee. Hab ihn! Ihr habt ihn doch nicht etwa verloren. Er wird in ein paar Sekunden eingepflanzt. Perfekt. Ist das nicht toll? Ein wunderbares Jahr. Gute Arbeit, Herausgeberinnen. Wir hoffen, dass die zukünftigen Jahrgänge genauso viel Spaß daran haben, es zu lesen, wie wir daran hatten, es zu machen. Schüler, versammelt euch um diesen Baum. Dieses Jahrbuch ist von einer ganz besonderen Klasse. Dazu gehörten auch die berühmte Apple White und Raven Queen. Wir sind in 0, nichts beim Waldfest. Ich dachte, unser Ausflug wäre eine gute Abwechslung für dich. Ich hoffe, ich behalte recht. Weißt du was? Ich mache mir wegen Dexter keine weiteren Gedanken. Ich kann nichts dran ändern. Was passiert, das passiert. In der Zwischenzeit werde ich mich einfach amüsieren. Oh. Was war das? Das ist überhaupt nicht lustig. Vielleicht sind es ja die drei Bären. Ich finde aber gar nicht, dass sich das nach Bären anhört. Lauft! Seht doch! Da ist der Zauberwald! Wir sind fast da! Hey, du dickes, fettes Monster! Oh nein! Nein, 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 nein! Oh, was ist passiert? Ich glaube, wir sind über irgendwas gestolpert. Mein Haus! Da sind sie ja alle. Ah. Apple? Raven? Hunter? Was macht ihr denn bitte alle hier? Cerise hat Cedar erzählt, dass euch jemand im dunklen Wald gesehen hat. Das war sozusagen meine Schuld. Ich hab euch dahin geschickt. Aber wieso hast du das denn getan? Naja, ich muss doch auch meinem Schicksal folgen. Anderen den Spaß zu verderben, ist mein Ding. Dann habe ich gesehen, wie ihr mit allem umgegangen seid. Und wie lieb ihr zu diesem widerlichen Bigglewoggle wart. Hey, ich habe auch Gefühle, weißt du? Meinetwegen kommt ihr zu spät. Ich denke, ich sollte mich... Entschuldigen? Ja, richtig. Tut mir leid, dass ihr die Party verpasst habt. Das haben sie gar nicht. Ich bin die Feenkönigin. Ihr könnt das Waldfest nicht selbst finden. Es findet euch. Und ihr sollt alle Zutritt bekommen als meine Ehrengäste.
komm schon mit. Aber so viel Freundlichkeit verdirbt doch meinen schlechten Ruf. Ach, egal. Dann bin ich eben erst ab morgen wieder böse. Das Schuljahr beginnt und startet mit dem traditionellen Ausflug in den Schicksalsgarten. Der Schnellste steht vor euch. Mit der Zeit? Das glaube ich nicht. Schüler, es ist wohl nicht nötig, euch daran zu erinnern, dass ihr euch von eurer besten Seite zeigen solltet, wenn wir jetzt den Schicksalsgang betreten. Ja, wie hextastisch. Heute werdet ihr die Möglichkeit bekommen, die Jahrbücher der früheren Generationen von Schülern zu lesen, die vor euch hier waren. Ich habe schon davon gehört. Jeder Baum trägt die Jahrbuchgeschichten eines anderen Jahrgangs. Okay. Das hier ist wirklich ganz schön cool. Alle Schüler durften den ganzen Morgen lang die Highschool-Geschichten ihrer Vorgänger lesen. Die Jugendgeschichten zukünftiger Herrscher, Helden und Bösewichte, die einst die Ever After High besuchten, unterscheiden sich kaum von den heutigen. Doch konnten sie ihr glücklich bis ans Lebensende nicht selbst wählen. Jungs, bleibt doch stehen! Ihr dürft mit den Jahrbüchern nicht Buchball spielen! Selbst die Kinder aus dem Wunderland waren bezaubert von den Jahrbucheinträgen längst vergangener Zeiten. Achtung, Schüler! Ich hoffe, das war für jeden ein geschichtenreicher Ausflug. Das hat so viel Spaß gemacht! Schüler! Am Ende dieses Schuljahres werdet ihr einen neuen Baum in diesen Garten pflanzen. Einen Ahorn, der später zu einem neuen Geschichtsbaum wird. Und dieser trägt dann die Geschichten und Abenteuer eures Jahrgangs. Ja, stimmt, ein ganz wunderbares Jahrbuch. Wer meldet sich freiwillig für diese besondere Ausgabe eures Jahrbuchs? Oh, wir melden uns freiwillig. Und so begannen Apple und Raven, die Geschichten der schönsten Zeiten ihres Jahrgangs zusammenzutragen. Und die der schlimmsten Zeiten. Sie sammelten ihre Jahrgangsgeschichten, um sie mit den Schülern zukünftiger Zeiten zu teilen. Herbst an der Ever After High und die Zeit des großen Herbstkuchenbasars des Kochkurses. Köstliche Leckereien! Kommt näher, Leute! Alles für einen guten Zweck! Wir haben keine Lebkuchenhäuser mehr, oh, aber dafür umso mehr kaufwillige. Ist das nicht perfekt? Ich würde am liebsten den ganzen Tag beim Kochen zusehen. So ordentlich und so produktiv. Das wird ein perfektes Foto. Wir brauchen unbedingt mehr. Ja, perfekt und perfekt. Ich finde es noch viel besser. Das ist für unser Jahrbuch. Sollen sich die nachfolgenden Schüler so an uns erinnern? Ja, viel interessanter. Wir brauchen mehr Lebkuchenhäuser im Bazar und zwar sofort. Aber wir haben nur noch eins übrig. Ich habe eine Idee. Ein Duplizierungszauber. Können wir nicht auch helfen, ohne deine Magie einzusetzen, Raven? Nimm's nicht persönlich. Es ist halt nicht immer, weißt du. Sicher. Hey, ich kriege das hin. Darf nicht so chaotisch aussehen. Wenn ihr hier bleiben wollt, dann helft uns gefälligst.
Es war der erfolgreichste Kuchenbazar aller Zeiten. Aber erst der Anfang von Ravens und Apples Meinungsverschiedenheiten bezüglich des Jahrbuchs. Winter an der Ever After High. Und die Schüler genießen es, wunderbare Tage mit Schnee und Eis zu verbringen. Mit Eiskunstlauf feiert Ashlyn auf ihre Art und Weise diese schöne Jahreszeit. Doch sie ahnte nicht, dass diese friedliche Vorführung noch gefährlich werden würde. Entschuldige, mein Schneehäschen. Was sagst du jetzt, Duchess? Das entspricht nicht meinem Niveau. Das ist doch ein perfekter und friedvoller Moment, den wir unbedingt in unserem Jahrbuch festhalten müssen. Ja, stimmt. Ein schöner Moment. Schön langweilig. Wer will mich herausfordern? Ich weiß auch nicht, Holly. Was, wenn ich es nicht hinbekomme? Ich habe das noch nie gemacht. Versuch's doch einfach, Poppy. Denke mal daran. Jedes Mal, wenn du der Angst nachgibst, dann gewinnt die Angst. Dann wähle ich für mein glücklich bis ans Lebensende, unerschrocken zu sein. Oh. Dann lass es uns angehen, Poppy O'Hare. Alles, was du drauf hast, kann ich noch viel besser. Oh nein, Poppy! Dann beschließe ich eben, keine Angst zu haben. Pass auf, Ashlyn! Poppy? Du warst wirklich großartig. War wahrscheinlich nur Anfängerglück. Anscheinend hatten wir alle heute eine große Portion Glück. Also, das ist ein perfektes Jahrbuchfoto. Ich bin absolut deiner Meinung. Der erste Frühlingstag an der Ever After High. Und Liebe liegt in der Luft. Pollen aber auch. Hol mal meinen Inhalator. Wer hätte gedacht, dass ein kleiner Heuschnupfen so viele Probleme verursachen kann? Ha? Huh? Was? Hat Cupid etwa ihren Pfeil und Bogen verloren? Ich gehe sie mal suchen. Oh, entzückende Zielscheiben. Cupid ist bestimmt nicht böse, wenn ich einen Pfeil abschieße. Ja, warte! Gibt's doch gar nicht. Aller guten Dinge sind drei. Hunter wusste nicht, dass Cupids Pfeile immer nach Herzen suchen. Die Liebe ist so merkwürdig. Man weiß nie, wann sie einen überrascht. Ich danke euch, dass ihr uns in eurer Freistunde alle beim Jahrbuch helft. Tolle Arbeit. Ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich. Wow, es sind plötzlich alle hier verliebt. Es ist geradezu eine Plage von Verliebtheit. Ah, um einiges besser. Oh. Ich glaube, Hunter hat etwas, das dir gehört, Cupid. Bitte, gern geschehen. Hunter! Kannst du deine Pfeile auch dazu benutzen, alle wieder normal werden zu lassen? Liebe kann man nicht aufhalten. Es ist eine starke Kraft der Natur. Aber, oh, ich habe eine Idee. Alle zuhören! Ihr habt euch leider alle mit Liebesfieber angesteckt. Aber
Aber glücklicherweise gibt es viele Arten von Liebe und diese Gefühlsrosen können euch helfen. Gefühlsrosen sind wunderbare Blumen, die nur bei Engeln wie Cupid gedeihen. Sie gleichen ihre Farbe an die Art der Liebe an, die der Empfänger tatsächlich und wahrhaftig spürt. Gelb bedeutet Freundschaft. Rot steht für Romanzen. Und Pink bedeutet, dass man auf immer und ewig füreinander bestimmt ist. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. But now you're feeling like a different ending. Sometimes you gotta find it on your own.